Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Teil 2 dieser Dokumentation über die Redwi-Verteidigung in der Schweiz, genauer genommen in der Westschweiz. Falls ihr Teil 1 verpasst habt, dann hier oben rechts der Link zu Teil 1, weil sonst macht die ganze Geschichte weniger Sinn, weil ihr den Zusammenhang nicht versteht. Wir begeben uns wieder in die Region zwischen Murten und Neuenburgersee, zwischen Valamont im Südosten und Guidrefin im Nordwesten. Zurück in die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs. Zurück zu dieser Verteidigungsanlage mit 12 Bunkern. Am Ende des ersten Teils haben wir ja gemeinsam Bunker Nummer 8 unsicher gemacht. Einem reinen Maschinengewehrbunker, der die Flanke der Panzer unter Feuer genommen hätte und vor allem auch der Infanterie, welche versucht hätte, durch die Panzersperre weiter südlich durchzubrechen. Und der Bunker war ja verschlossen, aber dank der Kamera konnten wir trotzdem einen Blick reinwerfen. Also lasst uns weitergehen. Oben links Bunker 8, links der kleine Kreis Bunker 7, der große Kreis Bunker 6. Dort gehen wir jetzt hin. Bunker 7 war wohl der erste Bunker, den wir auf Anhieb gefunden haben, weil wie ihr hier seht, er war schon vom Waldrand aus erkennbar. Der Bunker scheint optisch recht klein, was für mich von Anfang an klar zeigte, dass es sich um einen MG-Bunker handelt. Aber was für einen! Jedoch eine interessante Bauweise. Der Zugang unterirdisch durch eine ganz kleine Türe und direkt darüber eine Schießscharte. Und immer die Kontrolle, ob er wirklich zu ist. Aber die Türe hier, die ist sogar zugeschweißt. Kann man auch jemanden irgendwo reinzünden? Ja, warte. Doch wer Teil 1 gesehen hat, weiß, dass wir nicht so schnell aufgeben. Mit unseren 3000 Lumen starken Tauchlampen und der 360-Grad-Kamera mit dem 3-Meter-Selfie-Stick gelingen uns doch tolle Aufnahmen aus dem Innen. Der Bunker ist wirklich sehr speziell. Er verfügt über 6, wenn nicht gar 7 Schießscharten. Hinten der Mittelteil der Mauer da ist quasi als Explosionsschutz vom Durchschießen. Ihr seht auch den Eingang. Ein wirklich sehr spezieller Bunker, den wir so sonst auch noch nirgends angetroffen haben. Wieder etwas gelernt. Aber auf zum nächsten Bunker, hoffentlich einem größeren. Doch stopp, halt, was ist das? Wir waren Monate später nochmal dort, um den großen Bunker zu filmen. Und mein Sohnemann hatte die Idee, komm, wir gehen doch noch zu diesem Bunker hin, vielleicht ist er ja dieses Mal offen. Gesagt, getan. Wieso auch immer, dieser MG-Bunker war offen. Und diesmal haben wir drin normal mit den GoPros gefilmt. Auch hier wieder massivste Befestigungen. Ihr seht hier auch, das ist komisch, die anderen sind irgendwelche Schießscharten und hier jetzt bei dieser mit der Metallverstärkung. Dort sind auch unten wieder die Aussparungen für die Füße des MG-11. Ja, es war speziell. Von außen diesmal absolut nichts sichtbar. Wenn man dann quer durch den Wald läuft, ist jetzt hier links
Am Rand ist das Feld, von dem das vorherige Foto ausgemacht ist, also aus Richtung Süden, und wir laufen jetzt hier aus Richtung Osten auf den Bunker zu. Schon auf den ersten Blick wird klar, der Bunker, der ist etwas grösser. Aber ist er auch offen? Gut zu sehen von außen schon mal die Schießscharten. Die drei Schießscharten hier weisen schon mal darauf hin, dass es ein Bunker sein könnte mit einer Panzerabwehrkanone. Die Abdeckungen hier von außen müsste man allerdings mit einem Schlüssel öffnen, den wir natürlich nicht haben. Also schauen wir doch mal, wie es drinnen so aussieht. Soweit sind wir ja schon mehrfach gekommen. Rechts eine Abdeckung zu einem Reservoir, links eine Schießscharte, rechts jetzt da wieder eine Schießscharte. Oh, hey, der Bunker ist offen. Hier erst die Schießscharte gegen Norden, direkt vor dem Eingang. Und hier wieder das Wasserreservoir für die Kühlung der Maschinengewehre, diesmal sogar noch mit intakter Wasserleitung. Da der Bunker offen ist, gehen wir doch mal rein. Und wow, auch wenn der Bunker leer ist, die Anlage ist gewaltig. Hier ein Platz für das Maschinengewehr. Oben an der Decke, dort wo die Farbe fehlt, das war der Platz für die Distanztabelle. So sah das MG montiert aus. Und hier nun eben die Distanztabelle, die dem Mitrailleur anzeigte, in welcher Distanz welches Objekt in seinem Schussfeld ist. Und weiter ging unsere Entdeckungstour. Was mir nicht ganz logisch erschien, ist dieser eigene Raum inmitten des Bunkers. Aber plötzlich ergab alles einen logischen Sinn. Es handelt sich um den Beobachtungsposten des Beobachters, der in einem Raum saß, der geschlossen werden konnte, damit kein Licht in der Nacht sichtbar war und im restlichen Bunker normal gearbeitet werden konnte. So saß der Beobachter hier im Dunkeln und hatte trotzdem links und rechts direkte Verbindung zu den Mitrailleuren und zu den Kanonieren. Und hier nun das Prachtstück. Auf dieser betonierten Fläche war eine Panzerabwehrkanone Kaliber 9 montiert. Und hier, da geht's noch runter. Interessant, interessant. Doch lasst uns zuerst hier oben noch weiterschauen. Man sieht auf dieser Befestigung noch die Fixationspunkte der Panzerabwehrkanone mit dem massiven Tor vorne dran. Manch einer wird sich nun denken, wie bitte soll das gehen? Wie will man das Tor zumachen, wenn die Kanone ja die ganze Zeit rausschaut? Ja, da war Erfindungsgeist gefragt. Die Kanone war so befestigt, dass der komplette Lauf zurückgezogen werden konnte. Ihr seht das nachher noch in einer Bildaufnahme. Zum Erklären gehen Bilder einfacher, weil die bewegen sich nicht immer so blöd. So sah die fertig montierte Kanone aus. Ihr seht das, die konnte zurückgezogen werden. Der Lauf ist drin, gleich innerhalb der Klappe. Das da rechts hinten, die Halterung, ist die Halterung für die Kanone. Hier habt ihr die Zieloptik, hier die Seite des Geschützes. Und das war eben dann die Halterung, die den ganzen Lauf der Panzerabwehrkanone am Schluss gehalten hat. Zuerst waren ja kleinere Kanonen verbaut, also mit einem kleineren Kaliber. Die wurden aber nach und nach alle durch 9 cm Packs ersetzt. Bevor wir runtergehen, mal noch zur linken Maschinengewehrstation. Also, ihr seid mit mir einig. Durch diese massive Platte, da war es doch recht schwierig durchzuschießen. Ich habe das dann im Nachhinein beim anderen Bunker, eben da in den Bunkeranlagen der Militärhistorischen Stiftung Zug, gesehen.
dass diese Klappen häufig mit Seilzügen befestigt waren und per Seilzug geöffnet werden und fixiert werden konnten, weil hier soll das, ja, man kann es zur Seite schieben, aber ja, wie will man da das MG durchstoßen, wenn die Platte immer runterkommt? Aber mit einem Seilzug ist das Ganze natürlich schon ein bisschen logischer. Hier oben an diesem abgerundeten Betonsockel waren dann eben diese Übersichtstabellen und Bilder, die dem Mitrailleur ein Verständnis gaben für die Distanz zum Ziel. Dies war das komplette Schussfeld des Bunkers, der Panzerabwehrkanone und des Maschinengewehrs. Und nochmals, von außen sieht man genau gar nichts. Nun lasst uns aber eine Etage tiefer gehen. Und ganz ehrlich gesagt, unheimlich ist es ja schon. Licht hat es keins, außer von unseren Lampen. Und wie sieht es da unten aus mit dem Sauerstoff? Was treffen wir da unten an? Im Zug, wo das Ganze wunderschön ausgeleuchtet war, war das natürlich etwas anderes. Aber no risk, no fun. Mit etwas Mut geht es jetzt doch nach unten. Und ihr seht, der Raum darunter, der ist riesig. Was? Da ist ja noch ein zweiter Raum. Okay. Was die Befestigungen da an der Wand waren, keine Ahnung. Ich zeige euch aber im Anschluss gerne noch Bilder, wie das im Kanton Zug ausgesehen hat. Ich vermute, hier waren die Betten drin, in diesem zweiten Raum. Und hier an der Wand, da war wohl eine riesige Karte. Ob diese Luke wirklich dazu gedacht war, den Böfei, also den bösen Feind, abzuhalten, das wage ich zu bezweifeln, weil dafür ist sie schlicht und einfach zu dünn. Eine Handgranate und die Luke wäre weg. Aber vielleicht ging es auch viel eher darum, den oberen Raum schallmäßig und lichtmäßig trennen zu können, damit unten geschlafen werden konnte und in der Nacht oben die Augen der Kanoniere sich an die Dunkelheit draußen gewöhnen konnten. Das ist aber eine reine Hypothese. Und wie ich euch ja schon im ersten Teil gesagt habe, habe ich mir überlegt, wie ich diese kahlen Bunker irgendwie spannender gestalten konnte. Und ich war ja dann im Herbst 22 mit zwei Kollegen eben zu Gast bei der Militärhistorischen Stiftung des Kantons Zug, die genau die gleichen Bunker hatten, mit der genau gleichen Funktion. Dort war eine andere Redwisperre und die haben sich die Mühe gemacht und diese Bunker sehr gut erhalten und sehr gut ausgerüstet. Ihr seht, alleine hier auf dieser Fläche Platz für 9 Personen zum Schlafen und man hatte ja Schichtbetrieb im Krieg. Und es gab auch Aufbewahrungsmöglichkeiten und ihr seht da, das ist wirklich mit Telefon, natürlich Feldtelefon, musste ja sowieso sein. Also, die haben das wirklich richtig cool wiederhergestellt im Kanton Zug. Und natürlich wollte jeder, der dabei war, mal runter. Auch der Jüngste.
Doch lasst uns noch ein bisschen Fotos genießen aus Zug. So hätte der Bunker ausgesehen. Vielleicht, wer weiß das schon? Wie gut waren die Bunker medizinisch ausgerüstet? Wie war das Wissen der Bunkerbesatzung? Wir wissen es nicht und überlassen das der freien Fantasie. Aber für das leibliche Wohl war sicherlich auch innerhalb des Bunkers gesorgt. Wie ihr hier seht, der Abdruck an der Wand im Untergeschoss, bei dem ich eine Karte vermutet habe, stammt vielleicht auch von einer solch riesigen Telefonzentrale. Das würde noch so passen. Und so hätte vielleicht dann die andere Seite des Raums ausgesehen. Und das hat sicherlich auch nicht gefehlt. Ob es eine Hermes 3000 war, puff. Nun aber wieder raus aus dieser klaustrophobischen Kiste. Und hier nun etwas, das es so in der Region um Guderefin nicht gibt. Das sind befestigte Stellungen im Réduit des Kantons Zug für die Panzerabwehrkanone, wie hier im Bild. Vielleicht gab es in der Region hier auch solche Bauten, aber vielleicht wurden sie zurückgebaut. Oder sie gerieten einfach in Vergessenheit und wären da, man müsste sie nur entdecken. Doch lasst uns weiterziehen von Bunker 6 und 7 zu Bunker 4 und 5. Auf diesem Foto eine kurze Übersicht, damit ihr noch wisst, wo ihr euch befindet. Oben links die beiden Kreise sind die Bunker, bei denen wir jetzt waren, und die Kreise darunter, mittig vor dem Panzergraben, sind Bunker 4 und 5. Wir stehen hier direkt vor Bunker 5, nach meinen Recherchen. Aber wo ist das Ding? Es ist wieder absolut nichts zu sehen. Aber halt! Man muss nur etwas genauer hinschauen und mal den Kopf in den Wald stecken. Hier ist der Bunker. Wieder ein riesiges Ding, wieder ein Bunker mit drei Schießscharten, was darauf schließen lässt, dass auch hier eine 9 cm Pack fix installiert war. Der Bunker wurde stark erhöht gebaut. Damit hatte er natürlich ein sehr weitreichendes Schussfeld. Leider war der Zugang versperrt zu diesem Bunker. Aber dank der 360-Grad-Kamera konnten wir doch einen kleinen Blick in den Bunker erhaschen, zumindest so weit, wie der 3-Meter-Selfie-Stick reichte. Ihr seht wieder die gleiche Konstruktionsmethode: Reservoir, Schießscharte, Schießscharte, geschlossene Bunkertüre. Dieser Bunker hier ist garantiert auch ein doppelstöckiger Bunker. Hier fanden wir auch zum ersten Mal eine Tafel, aber die ist recht schlecht lesbar. Zumindest auf dem Foto. Darauf steht: erstellt im Aktivdienst 1941.
Schützenbataillon 3, Bauführer S. Lanz. Endlich ein Hinweis darauf, den man mal weiterverfolgen könnte. Dass daraus fast eine separate Doku wird, hätte ich noch nicht gedacht. Da ich nun endlich etwas Greifbares hatte, machte ich mich im Internet auf die Recherche nach diesem Schützenbataillon 3. Und siehe da, weil es sich um ein Berner Bataillon handelt und die Stiftung, die später daraus gegründet wurde, aufgelöst wurde, befinden sich alle Unterlagen dieses Bataillons im Staatsarchiv des Kantons Bern. Gesagt, getan, Termin vereinbart und ab in die heiligen Hallen des Staatsarchivs. Weil so viel Zeit muss sein. Wenn man schon mal was Greifbares hat, dann sollte man dort auch Nachforschungen anstellen. Was ich bis zum Sichten etwa der Hälfte der Unterlagen noch nicht wusste, dieses Schützenbataillon 3 führt mich in meine Heimat. Weil das Schützenbataillon 3 wurde am 2. September 1939 mit der allgemeinen Mobilmachung ebenfalls aufgeboten und rückte in meiner direkten Umgebung im Lehn bei Lies ein. Es war ein kampfmäßiges Einrücken der 1217 Mann, die da in Lies einrückten. Der Zug fuhr nicht bis in den Bahnhof Lies, nein, er hielt zwischen Suberg und Lies im Lehn und die Soldaten mussten direkt aus dem Zug raus so schnell wie möglich Deckung suchen in den umgrenzenden Wäldern. Die komischen Karten hier übrigens sind sogenannte LIDAR-Karten. Das ist ein hochauflösendes Radarbild, das aber Bäume und so durchdringt, damit man das Terrain unten dran sieht. Und die farbigen Punkte jetzt auf dieser Karte hier, das sind eben die Wälder, in denen sich die Soldaten versteckt haben. Genau in diesen Wäldern, in denen ich dann so 50 Jahre später große Teile meiner Jugend verbringen würde. Dass das so aufeinander passt, ist ja wirklich einmal wieder purer Zufall. Und deshalb möchte ich jetzt da ein bisschen abschweifen von der Panzersperre zwischen Valamont und Guderfin und euch ein paar Minuten etwas über diese Zeit im Krieg berichten, die ich da recherchiert habe, weil das Bild, das da abgeliefert wird vom Krieg, ist ein bisschen ein anderes als das Bild, das wir kennen aus den Geschichtsbüchern. Ich zitiere euch hier mal eine Weisung von der zweiten Mobilmachung, die dann am 17. Juni 1941 war. Der Bahnhof ließ es nicht passierbar. Die per Bahn einrückenden Truppen müssen außerhalb des Bahnhofs aussteigen, um ihre Sammel- und Organisationsplätze zu erreichen. Die aus Richtung Bern einrückenden des Korps Sammelplatzes haben restlos zwischen der Station Suberg und Lies im Lehn auszusteigen. Der Zug ist nach dem Anhalten rasch zu verlassen und im nahen Walde Deckung zu suchen. Ihr seht, die Lage war anscheinend ernst. Was ich auch faszinierend finde, ist zum Beispiel der explizite Hinweis darauf, dass sämtliche Papieranschläge auf dem Mobilmachungsplatz nach dem Einrücken abzunehmen und zu vernichten sind. Im Tagesbefehl vom 4. September 1939 steht sogar, die Kompanie ist darauf aufmerksam zu machen, dass das Papier nicht weggeworfen werden darf. Dies aufgrund der Geheimhaltung. Es gibt dann ganz viele Unterlagen, wirklich über Monate hinweg ist jeder Tagesbefehl explizit eingeklebt in einem Buch und es wurde da wirklich Tagebuch geführt. Vieles nicht oder recht schwer zu lesen, weil es halt noch alte Handschriften sind. Von dem her, also das Schützenbataillon 3 war dann ein bisschen im ganzen Seeland unterwegs. Sie hatten viel Ausbildung auf der Nordseite, auch des Neuenburgersees und oberhalb des Bielersees, so bei Linie und so.
und kamen dann aber immer mal wieder zurück eben in die Region, so um Ins. Und was mir selbst auch nicht bewusst war, ich dachte immer, die, nach der Mobilmachung, die haben da 6 Jahre und 1 Monat durchgedient. Nein, die wurden anscheinend, zumindest die Soldaten selbst und das Kader, wurde immer mal wieder entlassen und kam dann wieder. Von dem her eben, ist schon interessant, in so kalten Unterlagen rum zu forschen. Ein Hinweis, den ich noch in einem Tagesbefehl gefunden habe, der hat mich sehr nachdenklich gemacht, dem werde ich dann mal sonst noch nachgehen. Beim Übungsschießen der explizite Hinweis, Kriegsmunition darf nicht als Übungsmunition verwendet werden. Und zuerst hatte ich ein bisschen Angst, dass die Recherche im Sand verläuft, weil die Truppen waren effektiv 1939, 1940 hauptsächlich auf der anderen Seite des Neuenburger Sees im Einsatz, hoch bis Le Locle, Sansebo und so weiter. Dann aber, zwischen dem 30. September 40 und 30. November 1940, waren sie zuerst in Bütingen und dann in Pra. Pra befindet sich gleich unterhalb des Montvuy, also unterhalb der alten Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg. Und als die Einheit dann im Februar, am 17. Februar 1941, wieder im Dienst war, bis am 9. Mai 1941, waren sie in Salavon stationiert. Und siehe da, Salavon ist die Nachbarortschaft von Valamont. Also, ich bin hier auf der richtigen Spur. Und die blauen Punkte hier auf der Karte, das sind die Bunkeranlagen. Aber leider verläuft hier die Spur im Sand. Denn die Aufzeichnungen in diesen Tagebüchern, die gehen leider nur bis zum März 1940. Für solche, die sich diese Dokumentation anschauen, die selbst aus Liesen der Umgebung kommen, das Soldatendenkmal übrigens oberhalb des Friedhofs in Lies wurde in Gedenken an das Schützenbataillon 3 erstellt und seine toten Kameraden aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Nun aber wieder zurück in die Region zwischen Gudrefin und Valamont, zu Bunker 4 und 5. Beim Bunker 5, der leider auf Privatareal steht, ist diese Türe. Ob und wie das mit dem ganzen Bunker da zusammenhängt, das wäre hochinteressant zu wissen. Ihr seht hier, das ist eine riesige Anlage. Hier oben ist anscheinend ein Bunkerbau, auch mit Schießscharten jetzt da rechts im Bild, vermutlich hinter den Bäumen. Und dann ist da eine riesenlange Mauer, die jetzt da runtergeht bis zum Weg. Und von da aus geht es dann weiter mit den Panzersperren mit den Drachenzähnen, aber leider lässt sich über diese Sperre hier sonst im Moment nichts Näheres rausfinden. Es war auch niemand auf dem Bauernhof nebendran, den man fragen konnte. Ist schade, aber ja, ist halt einfach so. Ihr seht jetzt mal eben, man findet was, aber man kommt nicht weiter. Es war ja nicht so, dass wir nicht versucht hätten, einen anderen Weg zu finden. Ich sehe mich jetzt hier quer durch den Wald laufen, versuche das Privatgrundstück zu umgehen und von der anderen Seite zum Bunker vorzustoßen. Aber trotz der halbstündigen Exkursion quer durch den Wald, keine Chance. Leider kein Erfolg diesmal. Weil wir jetzt einen Ausflug gemacht haben in die Vergangenheit des Schützenbataillons 3, dauert dieser Teil der Dokumentation jetzt halt ein bisschen länger. Wir gehen nun weiter von Anlage 4 und 5 Richtung Norden, Richtung Neuenburgersee. Ihr seht jetzt hier wieder eine komplett andere Konstruktion von Drachenzähnen, die aber nicht minder wirksam war. Man hat das auch in Thun hat man das getestet während dem Zweiten Weltkrieg. Es spielt gar nicht so eine Rolle, wie hoch
diese Toblerone oder diese Drachenzähne oder Hitlerzähne sind. Maßgebend ist, dass sie so dicht zueinander gesetzt sind, dass ein Panzer nicht komplett darüber fahren kann. Und auf den ersten Blick sieht es ein bisschen chaotisch aus, aber ihr seht, die sind immer versetzt zueinander. Und quasi, wenn der Panzer da reingefahren wäre, er wäre ja von links gekommen, also aus dem Westen, dann hätte er sich schon bei der zweiten Reihe wohl verkantet und aufgebockt und spätestens bei der dritten Reihe wäre er dann hängen geblieben. Weil wenn der Panzer quasi unten an der Wanne dann auf so einer Toblerone aufgebockt ist, da drehen die Ketten absolut im Leeren und der Panzer wäre dem Beschuss völlig wehrlos ausgeliefert. Und da jetzt weiter vorne kommt dann wieder eine so senkrechte 3-Meter-Mauer. Was genau die Überlegung war, wo man was macht, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich gehe davon aus, dass das anhand des Terrains gewählt wurde, weil ich gehe jetzt hier davon aus, der Graben, der könnte durchaus künstlich angelegt sein, aber vielleicht hat es sich einfach topografisch so ergeben. Und immer wieder auf den Straßen die Löcher für die Eisenbahnschienen und Doppeltähträger, die auch ein Hindernis für die Panzer sein sollten. Und waren. Und erst aus der Luft sieht man dann, wie weitläufig diese Anlagen sind. Ihr seht hier diese Panzerhindernisse, die gehen auch 80 Jahre danach immer noch einfach quer durch die Landschaft. Und man baut die dementsprechend auch nicht zurück, weil der Aufwand wäre viel zu groß und es ist halt doch ein historisches Erbe. Und hier beenden wir nun Teil 2 unserer Dokumentation über die Revierverteidigung in der Westschweiz zwischen Neuenburgersee und Murtensee. Ihr habt mehrfach auf den Karten gesehen, es gibt noch mehr Anlagen. Es gibt noch Bunker 1, 2 und 3 und die Anlage zieht sich ja bis in den Neuenburgersee rein. Stand jetzt haben wir Anlage 1 noch nicht gefunden, aber wir lassen nicht locker und Anlage 2 und 3 haben wir gefunden. Ihr dürft also gespannt sein auf weiteres spannendes Material aus dieser Region. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnier doch meinen Kanal und setz die Glocke, damit du die nächste Folge nicht verpasst, wenn sie dann rauskommt. Und selbstverständlich freuen wir uns immer über ein Like, ein Kommentar. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dir zu danken, dass du die Dokumentation bis hier angesehen hast und freue mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!